Hey, hi Leute, hier sind wir wieder. Gut, vor dem Adlernest. Und jetzt nicht runterfallen. Oh Gott sei Dank. Und da ist er auch, der hungrige Eri. Schön saftig. Ja, wohl bekomm's. Ja, tut mir nur leid um die arme Raupe. Oh. Und? Ein bisschen größer. Rülps, jetzt bin ich aber satt. Will schlafen. Ja, fressen und schlafen. Hier, wie war das Katana hier? Fressen und zocken, das Beste, was es gibt auf der Welt. Okay. Und weiter hoch. Emulator. Ruckelibuckel. Was denn jetzt? Da! Emulator hängt. Ah ne, okay, jetzt geht's weiter. Aber ich glaube, das Bild ist etwas verrutscht. Ist das Bild verrutscht? Ach, keine Ahnung. Egal, weiter geht's. So, lassen wir uns gar nicht beirren hier. In der nächsten Aufnahme biege ich das schon wieder gerade. Scheiße, du wirst ja immer größer, du verdammtes Mistvieh. Gut, gehen wir hier halt nochmal ins Dings-Bings-Bums da rein da. Hier, gibt's hier noch was? Gibt's hier wieder was? Gibt's hier überhaupt was? Es ist schon das dritte Extra-Leben hier oben, aber hier gibt's anscheinend wirklich nichts. Alle hopp, zieh mal wieder ab. Jetzt nehmen wir mal die Abkürzung F. F wie Fallen. Au. Mistvieh. So, im Sommer wäre jetzt auch alles erledigt. Aber ich hab's ja gesagt, ich muss nochmal in den Frühling. Alter, Bienen! Ohne Witz, kusch jetzt. Denn im Frühling will ich noch ein Yinjo holen. Na komm schon. Ach ja, bei der Gelegenheit könnte ich jetzt auch mal wieder ein paar Grüße loswerden. An gute andere Let's Player, bei denen ihr euch auch mal melden könnt in Form von Kommentare oder mal reinschauen könnt. Und ja, mein erster Gruß gilt natürlich dem Kaiser Katana, der sich momentan gerade mit mir am Wochenende ein Let's Fail Together, sag mal, komm ich jetzt mal hier hoch, gegeben hat, und zwar Super Mario World 3. Unbedingt mal reinschauen beim Kaiser Katana, der hat auch ein großartiges Let's Play von Tomb Raider 2 gemacht und ein Special Video davon. Und der battelt sich auch gerade mit einem Vicious Gamer in Donkey Kong Country 3. Ja, Gruß an dich, Ben. So, der nächste Gruß gilt dann auch, wie eben schon angerissen, dem Vicious Gamer. Eine saugeile Typ, bei dem müsst ihr auch mal unbedingt auf den Kanal reinschauen. Der hat auch Donkey Kong Country 1 zusammen mit dem Legend Player gemacht. Und, ja, hat auch Zelda Ocarina of Time hat er auch gespielt. Und, ja, battelt sich jetzt halt gerade in seinem aktuellsten Projekt, in Donkey Kong Country 3 mit dem Kaiser Katana. Also beim Vicious Game auch nochmal vorbeischauen. Ja, eben auch schon angesprochen, den Legend Player. Bei dem könnt ihr auch mal vorbeischauen. Der spielt... Legend Player, was spielst denn du? Ich glaube Zelda, A Link to the Past fürs Super Nintendo. Kann das sein? Ja, ich glaube schon. Legend Player, der macht auch gute Videos. Ist ein ganz frischer Let's Player, hat noch nicht so viele Abonnenten. Schaut mal bei ihm rein. Wenn es euch gefällt, was er macht, könnt ihr ihm ja ein Abo schenken oder auch mal Kommentare schreiben. Also beim Legend Player mal reinschauen. Dann natürlich beim guten alten Da Shady, der ja immer noch an seinem Dead Space ist. Könntest du auch endlich mal langsam zu Ende bringen, Junge. Und sein neuestes Projekt Bioshock 2. Nebenher hat er noch ein paar andere Projekte laufen. Also ich blick bei dem nicht mehr so viel durch. Hat er auch gegen mich gebattelt hier. Dingens. Oh, da liegt er noch. Avatar Legend of Aang. Großartiges Spiel. Ist nur leider etwas schnell zu Ende gegangen. Naja, egal.
Grüße nochmal an dich, der Shady. Wo könnt ihr noch vorbeischauen, wo es was zu schauen lohnt? Ach ja, ein ganz junger Let's Player, ein ganz frischer auf dem Markt quasi, Blatrix FB. Der zockt Super Metroid für Super Nintendo. Da die Geschichte mit Samus Aran, eines meiner Lieblingsspiele. Und ich find's auch gut, dass du das spielst, Blatrix. Also das ist wirklich nicht einfach, das Spiel. Schaut mal beim Blatrix FB vorbei. Grüße an dich. So, wen grüße ich denn noch so Schönes? Wen haben wir denn da noch so alles? Mumbo Magie gleich aus. Ach schade, ich komme nicht mit der Hummel hier in den Herbst. Naja, okay. Das soll es dann auch mal fürs Erste mit den Grüßen gewesen sein. Schaut mal bei allen, die ich eben genannt habe, vorbei. Wenn es euch gefällt, macht ein Abo. Schreibt Kommentare. Wer muss... Baby Hunger, 10 Raupen will. Na gut, unser Vogel hat wieder Hunger auf 10 Raupen. So. Und die Mutantenteile werden jede Jahreszeit größer, oder was? Ist ja der Wahnsinn. Ein Riesenvieh hier. Und im Herbst ist natürlich alles voller Blätterchaos. Wie sie es gehört. Robin Hood. Der Rächer der Enterbten. Der Hühnerschrecker. Robin Hood, der Becher ohne Henkel. Der Graf Dracula ohne Zahn. Ich habe keine Ahnung. Alter, haust jetzt mal ab. So, im Herbst, was geht denn alles Schönes im Herbst? Die Blätter fallen, dunkle Abendatmosphäre. Ach, die Blätterstapel. Alter, du wirst auch immer größer, oder? Das gefällt mir, der Herbst. Doch, Herbst ist eine coole Jahreszeit. Alles schön bunt. Raupe. Raupsel. Hemidia. So, hier haben wir auch das Wasser wieder. Moment mal. Sind das Frösche? Alter, stirbst du jetzt mal? Müssen wir beenden, was die Boxen leider machen. Tatsächlich, geil, das sind Frösche. Ach, der Sound ist so cool hier drin. Gibt's ja gar nicht. Raus mit dir. So, ich umrunde aber erst den Baum. Später mache ich den Rest. Weil hier, ich möchte keine Note verpassen. So. Noch ein Raupi. Na? Blub. Ja, bei dir gucke ich auch mal später vorbei, Kollege. Hoppla. Oh, hier gibt's 3 Noten. Ja, da lohnt es sich doch, hier die Federn einzusetzen. Raus mit dir. Und die vertrockneten Blätter. Da haben wir noch einen Mumbo hier oben. Und ein ganz kleines Supersprungfell. Och ja, wie süß. Oh Gott, Banjo! Ui. Och scheiße, oder? Die Blätter sind so klein. Banjo! Scheiße. Naja, gut. Lass es halt mal gut sein. Oh, mit einem Bärenpunch rausgeboxt. So. Aller gut, dann schaue ich auch mal beim Gnavti rein, was der so alles sagt. Können wir jetzt schon hier hoch? Ich hoffe es doch sehr. Ja, wir können zu Gnavti. Endlich! Und Bruder, was geht? Da bist du endlich. Ich habe Monate auf dich gewartet, um dir das hier zu geben. Vielen Dank auch. Ja, ging nicht früher, weil du hast deinen Bau so komisch gebaut. Ich musste da... Oh, ne? Hier hinten gibt's...
Aha. Und ich bin wieder bei 10 Minuten angelangt. Scheiße, noch eins. So, hier wohnt der Biber. Momentan gibt es hier nichts mehr zu holen. Na gut, im nächsten Part geht's weiter. Bis dann, euer Slaxi.